Hi, ich bin's, der Tobi. Eigentlich genauer gesagt auf YouTube, der Tobi4124. Und ich will euch heute das Prachtstück meiner Sammlung, also meines Imperiums, zeigen. Und das ist der Super Star Destroyer. Er ist riesig. Also ich fange mit der Spitze an. Er ist vorne ziemlich an der Spitze ausgeglichen, ziemlich cool. Und das Gestell geht halt so weiter. Er ist zweiteilig, auch zum Bauen. Und wenn ich hier jetzt so weiterfahre, zeige ich euch jetzt unten die Stützen. Da steht alles über den Super Star Destroyer unten. Welche Länge der hat, zum Beispiel 19.000 Meter, bla 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 und noch andere Sachen. Das Gestell hat man auch selber bauen müssen, davon gibt es zwei. Und dann fange ich schon weiter in der Mitte an. Da fangen also die Geschütztürme an. Und ja, dann wird er hier ja schon um einiges breiter. Und finde ich auch ziemlich cool, die einzelnen Teile, die man hier so zusammen, sozusagen zusammenbauen muss. Ziemlich cool, Platten haben wir hier alle. Oh ja, und jetzt kommt das Richtige, die Kommandobrücke. Die sollte eigentlich hier sein. Obwohl, wenn ich das hier anhebe, dann haben wir da die Brücke. Das ist auch ziemlich cool. Ich zeige mal hinein. Ja, da haben wir Geräte, alles Mögliche. Hier sieht man auch noch ein paar Geräte, alles Mögliche. Da unten sitzen halt die Crew und steuert. Und da oben könnte man halt den General oder Darth Vader hinstellen. Ziemlich cool. Also das empfehle ich, diesen Flieger zu kaufen. Und ja, also dann wird er hier schon ziemlich riesig, dass die Kamera das fast gar nicht mehr das Bild hinaufbekommt, aber ist egal. Also wie ihr seht, habe ich hier das alles gebaut und es ist ziemlich groß in solchen Teile hier. Das hat man einzeln draufstecken müssen, auch ziemlich cool. Dann beim Rumpf, das kommt jetzt auch was richtig Cooles. Die Düsen, das sind richtig viele. Und ich kann euch jetzt nicht alle zeigen, aber sie sind riesig. Und auf den Seiten, da hätten wir hier einen kleinen Hangar. Und das geht halt eben so weit, Hangar für Hangar. Und ja, ist ziemlich cool. Hier nochmal wie am Anfang die zweite Stütze. Und also ich empfehle den halt zu kaufen. Den gibt es bei Amazon zu bestellen. Einfach unter Super Star Destroyer. Ziemlich cool, das würde ich euch raten. Ja, das war's wieder bei mir und danke fürs Zuschauen. Ich bin scheiße in HD, Bad Production, unser Slogan, yeah.